Jo Leute, willkommen zurück zu Grand Fantasia und wir befinden uns in Kaslov, habe ich ja gesagt. Ich werde ein bisschen questen jetzt und habe mir vorgenommen, nehme ich euch mal mit. So, Moment, Catherine war, ach die blöde Fliege, die blöde Biene, die habe ich ja nicht hingekriegt. Senatsorder, ja ich denke wir machen weiter im Wald. Und werden da dann die normalen Quests erstmal machen. Bis ich dann irgendwann mal, ich denke mal so Level 30 oder so, da dürfte das ganz gut sein, werde ich dann die ganzen Boss-Quests machen. So, allerdings in dem Ancient Forest. Und los geht's. So. Want more powerful equipment, use the ancient alchemy blueprint and starts transmutation. Yeah, bla 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 bla. Eigentlich könnte ich mal reiten, wa? Eigentlich ja. So, das brauche ich und... Ach, das ist Rot, Rotkamm. Rotkamm wollte ich aber eigentlich gerade nicht drauf haben. Ich wollte eigentlich nur das haben. So. Und zack. Wunderbar. Wunderbar. Auch mal meine Ausrüstung verstärken. Das wäre praktisch. Und ich brauche einen neuen Stab. Ich brauche unbedingt einen neuen Stab. Ach, das wird schon. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Love Stings Trickster. Okay. Die stehen hier aber auch noch nicht so lange. Moment, was hast du denn für eine Quest? Das ist, glaube ich, eine Rap. Okay. Ne, scheint kein Rap zu sein. Ach, das ist da unten. Ach, was war denn das nochmal? Ich glaube, das sind Pflanzen einfach nur. Die da unten rumlaufen. Oder Krabben? Ah, sei doch, Pflanzen sind's. Und gib ihm. Und zack. Das ist, glaube ich, eine der ersten Quests, die man macht, wo man nicht direkt das findet, was man haben möchte. Wow. Selten. Also ich habe hier wirklich bei der Quest, da erinnere ich mich nämlich dran, ich habe die Viecher schon ewig mal platt machen müssen. Bis ich da dann genug hatte. Ach, bis ich da dann das eine hatte. Nee. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. MDF. Also MDF kriege ich so oder so. Und dann würde ich sagen, okay. Ich soll zu Hubert gehen und zu dem talken. Achso, Moment. MP. So, Schmuck kommt hier unten hin. Kann man zwei Stück von machen. Gibt nachher ultra coolen Schmuck. Aber das dauert noch eine ganze Weile, bis ich den holen kann. Das glaube ich, ist dann, glaube ich, im Gebietskampf oder so. Ist dann aus einer Truhe. Muss ich nochmal gucken, wo man den herkriegt. Das ist der Hubert, ne? Ja. Was bist du denn? Ach so. Okay. Okay. Level above 16. Critical hit. Magical critical damage. Chance. Na, ist alles kacke, weil ich nicht drauf spiele. Aber wenn, dann den Crit Damage.
Also auf nichts davon werde ich spielen. Ich werde halt komplett auf... wir ziehen den Speed runter. Ach, den Speed hoch, die Cast-Zeit runter. Level above, Level 25. Leon ist, soweit ich weiß, oben an der... Dingens, hier irgendwo müsste der sein. Okay, da muss ich nachkommen. Wer ist denn dann Leon? Senatsorder. Da. White Flame Knight Leon. Okay. Okay. Wo war Leon? Kaslav? Definitiv nicht. War das einer aus dem Forest? Auch nicht. Verdammt! Wo ist der? Bin ich jetzt komplett blöd? Wo ist der denn? Oder war der... Moment. Nee, der Black... Doch, ist er. Das ist doch der. Ich wusste, dass der Name mir bekannt vorkommt, aber ich hatte nicht gedacht, dass ich da jetzt schon hin muss. Okay. Versuchen wir es mal. AFK Farming is a violent against our server rules. Please report such behavior to our GSGM and send in a ticket. Da wird auch definitiv was gegen gemacht. So. Und was ist das? Achso, das ist das. Ja, gehen wir eh dran vorbei, also können wir das auch eben machen. Und wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Stab. Aber ich habe, glaube ich, nicht genug Gold, um mir einen Stabpock zu holen. Ich würde den halt gerne selber machen. Mit einem 21 plus Puck, aber ich glaube kaum, dass ich einen anständigen Puck gerade für 5 Gold kriege. Da muss ich gleich mal gucken. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Müll kannst du verkaufen. Und bevor wir irgendwas machen. Gesundheitsguide. Echt? Wir haben zu viel? Geht ja gar nicht. So, Ilias Noble Staff. Ist auch eine hier. Healing Darkness, okay. So. Wo haben wir denn die Bücherquests? Du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Da. My Bookmarks. Nearby Quest Guide, Red Ridge, Steam Mountain, Spirit Forest. Ja, genau das ist es. Und... oben. Oben muss ich nochmal zurück. Weil wie gesagt, ich mache die Bücher-Raps eigentlich ziemlich gerne. Sind mal so eine nette Abwechslung zwischendrin. Und helfen halt unheimlich auch für später den... Was war das jetzt? Okay. Helfen für später nachher. Ach so, weil ich Senatsorder... Nee. Wieder ins Inventar gepackt bekomme. Naja, ist okay. Das muss ich auf jeden Fall gleich nochmal machen. Also die helfen, um Ansehen zu farmen. So, damit ich das jetzt mal gesagt habe.
Den roten muss ich killen. Und verreck dran. Und verreck dran. Und du auch. Und ich denke mal, ihr zwei bitte auch. Ahnung. Gibt Erfahrung. PT und SFR Daily Ma. Alice! Die lebt noch? Die kenne ich sogar. Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine Prophetin. Ja, ich wusste, irgendeine Heilerrichtung muss das sein. PT und SFR Daily. Das sind für alle nicht unbedingt so erfahren. Sind das Phönixturm und Schwarzflammruin. Schön, dass die alten Bezeichnungen noch geblieben sind. So. Na komm. Yep. Ich muss gleich mal gucken. Vielleicht helfe ich hier. Vielleicht auch nicht. Und nein, nicht mit diesem Char. Definitiv nicht mit diesem Char. Weil, ich sag mal, ich glaube, der Phönixturm. Level 70 sollte man da schon haben. Und wobei, mit Level 70 zu runnen, also PT zu runnen. Na, schon schwierig. Und SFR, unmöglich auf 70 zu runnen. Also das kann man knicken. Aber wenn mir das jemand zeigt, dann Respekt dafür. Aber wenn das jemand schaffen sollte. Allergrößten Respekt. Wobei ich hab schon ein Video gesehen, da haut jemand einen Weltboss vollkommen nackt und das nur dadurch, dass er sich hochgeboostet hat mit Tränken und so einem Scheiß. Also möglich ist das. Aber die Kosten dafür wären immens. Und ich glaube kaum, dass das jemand freiwillig auf sich nimmt. Nee, du bist das. Achso, stimmt. Ich wollte eigentlich das hier machen. Sehr schön. Perfekt. Okay. Ich versuche nochmal die Kestra. Abort. Bam, 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 bam. Ich finde den Sound so unpassend dafür. Ich finde ihn wirklich unpassend. So. Aber naja, das ist halt mein Geschmack. Schon. Alter Mann. Und okay, ich glaube, den muss ich mal wegmachen. Weil nee, das hier. Ich möchte halt schon die ich jetzt hier machen muss, würde ich halt schon gerne alle auf einen Blick haben. Nächstes halt die Bienen. Das dürfte klappen. Das Problem ist halt Fernkämpfer. Also Fernkämpfer kann ich halt nicht fesseln. Das ist ein Problem. Inflamed.
Magic Master, Ice, Luminous, Inflamed und Dark. Ist ja nicht so, dass mich das irgendwie alles null interessiert. Echt? Ich komme da nicht drum herum. Verdammt. Okay. Dann da runter in den Hive. In den Bienenstock. Nee, die nicht. Die hier. Welche? Die normalen Forest Vampire Bienen. Bees. Die grünen. Die schwarz-grünen also. Okay. Und wir killen mal so ein paar Bienen. So. Ich kill jetzt mal einfach alles, was mir im Weg steht. Fuck. Okay. Dafür bin ich nicht stark genug, um die lila Bienen mit einem Schuss zu töten. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Mit einem normalen Schuss kill ich nicht One-Hit. Ärgerlich. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Vier. Haben wir. Vier Gold. Also ich habe nach Gold jetzt gerade geguckt. Ich bräuchte eigentlich mal Sternenmithril. Muss ich auch mal farmen gehen. Ich wüsste nur gerade nicht mehr, wo ich die am besten farme. Und Max Range. Zack. Und erledigt. So. Da runter muss ich. Jo. Oh verdammt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Mhm. Da runter muss ich. Da dann die böse Könige verkloppen. Ich wüsste gar nicht, ob der Nekromant, also ich wüsste es jetzt gerade nicht, ob der Nekromant einen Self-Buff hat. Bring him on. Oh, das gibt schon mal ein paar Pünktchen. Du kannst eigentlich schon mal collecten gehen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich dich gerade nicht. Ich brauche sowieso kein Schwein. Das finde ich auch bescheuert, dass es immer Schwert ist. Also ihr kriegt auf jeden Fall einen Schwertpuck. Das ist so ätzend. Liegt einfach daran, man muss da halt was nehmen, weil es was jeder kriegt. Aber das Problem ist ganz einfach. Nicht jeder kriegt einen nicht jeder kann Schwerter gebrauchen. Also, ich weiß nicht. Zur Not hätte man Schmuck nehmen können. Man hätte mal einführen können, dass man Schmuck schon selber relativ frühzeitig herstellen kann. Aber, nee. Ist halt nicht so. Oder man hätte halt, für Magier, in dem Magierbuch hätte man dann einfach sagen können, hey,
Da ist ein Stabpuck drin und in dem für die Krieger, hey, da ist ein Schwertpuck drin. Und für die Fernkämpfer, hey, da ist ein Bogenpuck drin oder ein Pistolenpuck drin. Irgendwas halt. Aber wirklich, dass jeder einen Schwertpuck kriegt, geht mir mega auf die Nüsse. So. Mir gehen viele Sachen auf die Nüsse. Also es stört mich vieles in dem Spiel. Trotzdem finde ich es immer noch cool. So. Schicken wir den mal ein bisschen jagen. Defeat Honey Bear Papa. Das sind die, die mich gerade angegriffen haben, die Bären, ne? Okay. Ich werde mich gleich auf jeden Fall einmal voll heilen. Wollte gerade sagen, warum habe ich einen gelben Trank? Aber ist kein Trank. Du bist. Pheromone. Okay. Das heißt, ich muss hier runter, ne? Boah, das Geräusch ist so unangenehm. Verreckt mal bitte einfach alle. Dankeschön. Du brauchst jetzt nicht damit anfangen. So. Wie komme ich da runter? Ich würde sagen, da lang. Ich würde sagen, da lang. Okay. Oh, was ich komplett vergessen habe, was ich machen kann. Nee. Oh, das war ein Crit, glaube ich dann. Ich könnte sogar die noch nehmen. Aber ich habe keinen. Ich habe nur Wille, glaube ich, ne? Aber ich kann mal kurz die Wiedkristalle nehmen. Zwei davon müsste der Assassine haben. Aber eigentlich wollte ich das da. Moment. Zack. Alter, ist das nervig. Okay. Dann geh doch mal bitte dahin, wo... Ja. Achso. So. Komm schon. Das rocken wir. Oder auch nicht. Eventuell müsste ich mal Envy arbeiten lassen. Ja, mach das. Ah, renn weg. Wird die echt reduziert? Nein, wird sie nicht. So. Die hat immer noch einen Cooldown. Verdammt. Und ich müsste mich auch eigentlich irgendwo hinsetzen. Okay. Eingesehen, ich krieg von der voll auf die Fresse. Aber wirklich voll. So. Also es gibt von diesen Kristallen halt mehrere. Keiner davon ist wirklich sinnvoll. Wobei die Kisten sind eigentlich relativ witzig. Ah, Moment, hier habe ich doch noch. Was bist du denn für einer? Den kenne ich auch noch nicht. Den auch nicht.
Oh. Canceln. Den da. Achso, Moment. Add. Ja, das ist in Ordnung. Rookie Collector habe ich dran, ne? Ja. Rookie Collector. Und gib ihm. Boah, bist du nervig, ey. So, C3. C2. C1. Und erstmal die Vampirbiene kaputt kloppen. Nein! Warum? Warum geht ihr jetzt auf mich? Verdammt! Hör auf mich zu hauen. So. Und zack. Und zack. Ich weiß nicht, ob der sich erneuert. So. Müsste aber eigentlich. Ja. So kriege ich den kaputt. Und zack. Und gib ihm. Und damit hat sich meine Frage im Übrigen auch erledigt. Ob es einen Self-Buff gibt. Ja, klar, den Schild. Es ist ja ein Self-Buff. Der Debuff für. Hey, du darfst nicht. Ach, du kriegst weniger Verteidigung. Kommt ja erst später. Das ist ja ein Nekromanten-Debuff. Okay. Und aus irgendeinem Grund zaubert das Viech gerade auch nicht. Danke. Und Magic Rocket. Erledigt. Okay, der trifft die einfach nicht. So. Jetzt Remove Status. Weg mit dem Mistviech. Archiv. Add. 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 Und Add. Perfekt. So. Also ihr habt's gesehen. Wenn der keinen Fernkampf hat, dann hat er keine Chance. Schön, dass wir noch die Schmetterlinge haben. Metterlinge. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn ich dann die Quest abgegeben habe und die nächste Quest schon habe. Und ja, ansonsten hoffe, habt es euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da, wenn es so war. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Grand Phantasia. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.